Der böse Feind ist zäh, aber Gott ist stärker, heißt die erste Geschichte. In alten Zeiten lebte ein guter Herr. Alles hatte er im Überfluss und viele Sklaven dienten ihm. Und die Sklaven lobten ihren Herrn und sie sprachen, es gibt unter dem Himmel keinen besseren Herrn als den unsrigen. Er verpflegt und kleidet uns gut und teilt jedem die Arbeit nach seinen Kräften zu und beleidigt niemanden mit einem bösen Wort und trägt ihm nichts nach. Er ist nicht so wie die anderen Herren, die ihre Sklaven schlimmer als ein Stück Vieh quälen und sie bestrafen, ob sie nun schuldig oder unschuldig sind und ihnen kein gutes Wort sagen. Unser Herr wünscht uns allen alles Gute und tut uns nur Gutes und sagt uns nur Gutes. Wir brauchen kein besseres Leben. So lobten die Sklaven ihren Herrn, und gerade dies verdroß den Teufel, dass die Sklaven gut und mit ihrem Herrn in Eintracht lebten. Und es bemächtigte sich der Teufel eines dieser Sklaven namens Aleb. Und als er ihn in seiner Gewalt hatte, befahl er ihm, die anderen Sklaven zu verführen. Und als einmal alle Sklaven von der Arbeit ausruhten und ihren Herrn lobten, erhob Aleb seine Stimme und sprach, »Vergeblich lobt ihr die Gutmütigkeit unseres Herrn, Brüder. Fangt an, dem Teufel gefällig zu sein.« Dann wird auch der Teufel gut zu euch sein. Wir dienen unserem Herrn gut und sind ihm stets gefällig. Kaum fällt ihm etwas ein, führen wir es schon aus. Wir erraten seine Gedanken. Wie sollte er da nicht gut gegen uns sein? Aber hört einmal auf, ihm alles zu gefallen zu tun, fügt ihm einmal etwas Böses zu, und er wird uns wie allen Böses mit Bösem heimzahlen, noch ärger als die allerschlimmsten Herren. Die anderen widersprachen Aleb. Lange stritten sie sich herum und wetteten schließlich. Aleb nahm es auf sich, den guten Herrn zu erzürnen, und zwar unter der Bedingung, dass er seinen Sonntagsrock hergeben wollte, wenn er den Herrn nicht erzürnen könnte. Wenn er ihn aber erzürnen könnte, sollte er von allen anderen die Sonntagskleider bekommen. Außerdem versprachen sie, ihn vor dem Herrn in Schutz zu nehmen. Wenn er ihn in Ketten schmieden oder in den Kerker werfen sollte, wollten sie ihn befreien. Die Wette wurde abgeschlossen und Aleb versprach, am nächsten Morgen seinen Vorsatz auszuführen. Aleb diente dem Herrn in der Schäferei und hatte die kostbaren Zuchtböcke unter sich. Als nun am Morgen der gute Herr mit seinen Gästen in die Schäferei kam und ihnen seine Lieblinge, die wertvollen Böcke, zeigte, zwinkerte der Teufelsknecht seinen Kameraden zu, »Passt auf, gleich werde ich den Herrn erzürnen.« Alle Sklaven liefen zusammen, schauten zur Tür rein und über den Zaun, während der Teufel selbst auf einen Baum kletterte und von da aus in den Hof schaute, wie sein Knecht ihm dienen werde. Der Herr ging über seinen Hof und zeigte den Gästen seine Schafe und Lämmer und wollte ihnen nun auch seinen besten Bock vorführen. »Die anderen sind auch gut«, sagte er, »aber der dort, der mit den gewundenen Hörnern, ist unbezahlbar. Er ist mir teurer als mein Augapfel.« Die Schafe und Hammel, durch die vielen Menschen scheu gemacht, rannten auf dem Hof durcheinander, so daß die Gäste den wertvollen Bock nicht ordentlich betrachten konnten. Kaum war er stehen geblieben, scheuchte der Teufelsknecht wie von ungefähr die Schafe wieder auf, und wieder rannte alles durcheinander. Die Gäste konnten nicht unterscheiden, welches der wertvolle Bock war. Der Herr bekam die Geschichte satt und sagte, »Aleb, lieber Freund, mach dir die Mühe und fange mir vorsichtig den besten Bock heraus, den mit den gewundenen Hörnern, und halte ihn fest.« Kaum hatte der Herr das gesagt, stürzte sich Aleb wie ein Löwe mitten unter die Herde und packte den unbezahlbaren Bock am Fell. Er hielt ihn am Fell fest und griff gleichzeitig mit der anderen Hand nach dem linken Hinterbein des Tieres, hob es auf und zog es vor den Augen seines Herrn nach oben, dass es knackte wie ein junger Lindenbaum. Er hatte dem teuren Bock das Bein unterhalb des Knies gebrochen. Der Bock blökte und fiel auf die Vorderbeine. Nun packte ihn Aleb am rechten Bein, denn das linke baumelte darab wie eine Peitschenschnur. Die Gäste und alle Knechte schrien auf, der Teufel aber freute sich, als er sah, wie klug Aleb seine Sache gemacht hatte. Das
Gesicht des Herrn wurde finsterer als die Nacht. Er zog die Brauen zusammen, ließ den Kopf sinken und sagte kein Wort. Auch die Gäste und die Knechte schwiegen. Alle warteten, was nun kommen werde. Der Herr schwieg noch immer. Dann schüttelte er sich, als wollte er etwas abschütteln, hob den Kopf und wandte die Augen gen Himmel. Nicht lange schaute er empor, dann glätteten sich die Falten auf seiner Stirn. Er lächelte und richtete seinen Blick auf Aleb. Er schaute Aleb an, lächelte und sagte, »O Aleb, Aleb, dein Herr hat dir befohlen, mich zu erzürnen. Doch mein Herr ist stärker als deiner, und nicht du hast mich erzürnt, sondern ich werde deinen Herrn erzürnen. Du fürchtetest, ich würde dich bestrafen und wolltest frei sein, Aleb. So wisse denn, dass ich dich nicht bestrafen werde, und weil du frei sein wolltest, so lasse ich dich vor allen meinen Gästen frei. Geh in alle vier Himmelsrichtungen und nimm deinen Sonntagsrock mit.« Und der gute Herr ging mit seinen Gästen ins Haus. Der Teufel dagegen knirschte mit den Zähnen, purzelte vom Baum herab und verschwand in der Erde.